Ein trüber Novembertag in Paris. Doch für Francis Baulois ist dies ein Freudentag. Der 66-Jährige ist gekommen, um seine deutsche Einbürgerungsurkunde in Empfang zu nehmen. Seine Mutter war Französin, sein Vater ein deutscher Wehrmachtssoldat. Diese Tatsache hat sein Leben nach dem Krieg bestimmt. Ohne Vater waren wir für die anderen Kinder in der Schule Bastarde, Kinder der Schande. Wo auch immer wir hinkamen, selbst beim Religionsunterricht, fragte man uns nach dem Namen unseres Vaters. Wir konnten nichts sagen und waren traurig. Da dachten wir uns schon, dass wir Söhne von Deutschen waren. Erst vor 4 Jahren erfährt Francis Baulois, wer sein Vater wirklich war. Da meldet sich sein deutscher Halbbruder, von dem er noch nie gehört hatte. Es war ein sehr sympathischer Mensch. Ich habe ihn ins Herz geschlossen. Also ich habe ihn sofort als Bruder akzeptiert, wenn ich ihn gesehen habe. Bis zu 200.000 Franzosen sind Schätzungen zufolge Nachkommen von deutschen Soldaten aus der Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Zumindest für einige von ihnen nimmt die Geschichte nun ein gutes Ende, so wie für Francis Baulois. Er hat nun auch eine Familie in Deutschland.